Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Sorry für mein Aussehen, ich bin gerade beim Schneiden und ich bin gerade erst aufgestanden und dachte mir, da fehlt noch leider eine Anfangscard fürs Video, deswegen heute mal ganz ungeschminkt und ohne Brille und total zerzaust. Aber das soll jetzt gar nicht Thema sein. Ich habe euch wieder eine Woche bei meiner Ernährung mitgenommen. Ist wirklich mal wieder so ein richtig klassisches Food Diary geworden. Also weniger mein Alltag. Ja, irgendwie war mir die Woche nicht ganz nach Film. Aber das werdet ihr auch gleich alles im Video noch sehen. Kurz vorab, es ist wieder ein bisschen chaotisch. Also sehr viel Brotbüchsen essen und auch so ein bisschen mal Tage, wo ich weniger gegessen habe, mal Tage, wo ich mehr gegessen habe, mal Tage, wo ich weniger gefilmt habe. Also es ist wirklich ja, recht realistisch. Ja, ich habe euch auch nicht immer jeden Bissen gezeigt, den ich gegessen habe, aber ich habe euch versucht, so viel wie möglich mitzunehmen. Und ja, das ist jetzt bei rausgekommen. Ich will jetzt auch gar nicht so lange quatschen, sondern euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video wünschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Ende nochmal. Hallo ihr Lieben, ich bin von der Arbeit zu Hause und ich dachte mir, ich melde mich mal wieder bei euch. Es ist jetzt auch schon wieder 17:45 mittlerweile, crazy. Ich bin seit um 4 ungefähr zu Hause, habe jetzt was zum Abendessen gemacht. Es gab heute auf der Arbeit meine Joghurt-Quarkbowl, ein paar Nüsse. Eine Kollegin hat noch ein bisschen Obst mitgebracht, deswegen habe ich da noch ein bisschen Obst gesnackt. Zum Mittagessen hatte ich dann Pudding-Oats mit Himbeeren, das war auch sehr lecker. Dann hatte ich noch einen halben Proteinriegel übrig, den habe ich dann noch gegessen. Von gestern quasi, da habe ich bloß einen halben abends noch gesnackt, weil ich so Lust hatte auf was Süßes. Und ein kleines Stück Schokolade, was ich von der Kollegin bekommen habe. Und jetzt habe ich mir gesagt, du hast es zum Abendessen gemacht. Ich habe richtig Kohldampf jetzt und ich freue mich mega auf mein Abendessen. Es gibt zwar einfach bloß ein Aufbackbrötchen, aber ich esse das so gerne abends irgendwie oder auch früh. Vor allem, weil das hier so ein Weltmeisterbrötchen ist, also unten so Sonnenblumenkerne. Und Mohn ist noch mit drauf und oh, es schmeckt so gut. Und das habe ich jetzt mit Frischkäse und veganem Schinkenspicker belegt. Und hier drüben noch Avocado und einem perfekt gekochten Ei. Wieder richtig geil. Ich liebe es einfach nur so sehr. Und dazu gibt es noch ein paar Tomaten. Ja, mal schauen, ob es da noch was zum Nachtisch gibt. Auf jeden Fall ist das jetzt mein Abendessen. Ich habe übrigens dazu noch ein paar saure Gurken gegessen. Ich trinke jetzt noch ein Clear Whey in Pfirsich-Maracuja. Und als kleinen Nachtisch gibt es hier noch so ein Ferrero Rocher. Das schmeckt übrigens richtig nice. Ich wusste gar nicht, dass es die in so einer Special Edition gibt. Auf jeden Fall habe ich die zu Weihnachten bekommen. Und die sind so lecker. Die schmecken richtig gut. Probiert die unbedingt mal aus. Ja, davon esse ich jetzt noch eins. Okay, ich habe noch so Hunger. Ich esse jetzt noch eine halbe Scheibe Brötchen. Ich habe gerade schon eine Mandarine gegessen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mir was zum Frühstück vorbereitet. Ich bin heute mal im Homeoffice. Es ist jetzt, glaube ich, gleich um 9. Ich hatte jetzt so richtig Hunger. Eigentlich wollte ich mir einen Smoothie machen, aber jetzt hatte ich irgendwie doch noch spontan mehr Lust auf Porridge. Was auch sonst. Deswegen gibt es jetzt bei mir zum Frühstück wieder mit Heidelbeeren, Erdnussmus, Banane, ihr wisst Bescheid. Und dazu trinke ich auch immer schon Tee. Habe mir gerade noch einen Kaffee gekocht und Wasser. Genau, und meine Supplemente nehme ich auch gleich noch. Ja, und das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. Kleiner Snack. Ich esse schon eine halbe Paprika und einen Apfel. Es ist jetzt gleich 12:45 und so sieht das mein Mittagessen aus. Habe ich gestern schon vorbereitet. Und zwar einfach Feta-Reis, also aus dem Backofen. Feta mit Tomate, Zwiebel, Knoblauch, ein bisschen Öl und Gewürze und Zucchini. Und jetzt habe ich mir noch ein bisschen Reis gekocht. Und genau, auf jeden Fall sehr lecker. Freue ich mich jetzt drauf. Und als Nachtisch gibt es noch einen zweiten Apfel. Und ich trinke auch hier schon türkischen Apfeltee und Wasser. Zum Abendessen bei meinen Eltern gab es dann frisches Kürbiskernbrot vom Bäcker. Hat mein Papa geholt und dazu verschiedener Aufschnitt und noch saure Gurken, ihr wisst Bescheid. Und da habe ich dann einfach eine Scheibe gegessen mit Guacamole und noch einem Ei. Und dann auch noch eine mit Frischkäse. Und als Nachtisch hatte ich hier so einen halben Erdbeerskier. Der war von meinem Bruder noch da, da hatte ich irgendwie Lust drauf als Nachtisch. Und das war mein Abendessen. Am nächsten Morgen war ich im Homeoffice und habe mir zum Frühstück hier frische Brötchen gemacht. Die hat mein Papa von der Arbeit mitgebracht. Und da habe ich eine Hälfte, also so ein Kürbiskernbrötchen gegessen mit Guacamole und dann noch Käse. Und dann noch einen halben Mohnzopf. Oh, ich liebe es wirklich sehr. Mit ein bisschen Letter schmeckt das richtig gut. Und dazu gab es noch einen Apfel und natürlich einen Kaffee. Und zum Mittagessen hatte ich dann dementsprechend ja noch einen Snack, weil ich noch nicht so viel Hunger hatte. Aber eben Lust schon was zu essen. Und da habe ich einfach eine Joghurt-Quarkbowl gegessen mit Banane, Dinkelflakes, ihr wisst Bescheid, die üblichen Toppings. Und dazu gab es dann noch ein bisschen Rohkost, also noch den restlichen Apfel und Paprika und
dann hatte ich am Nachmittag wieder ein Designerbar. Ja, und das war mein Essen bei meinen Eltern. Und dann bin ich auch schon nach Hause gefahren. So, ihr Lieben, ich bin von meinen Eltern zurück. Es ist jetzt gerade mal 17 Uhr. Ich habe schon so Hunger, weil ich heute auch nur so einen Snack zum Mittagessen hatte. Ich habe gerade ein paar Pombeeren gegessen, hatte nämlich noch welche da, während mein Essen in der Mikrowelle war. Und habe mir jetzt meinen Linseneintopf aufgewärmt. Den habe ich gestern noch schnell gekocht aus restlichen Kartoffeln, die wir noch da hatten. Möhren und ja, so Tellerlinsen. Richtig lecker. Habe dafür meine Knochenbrühe genutzt, die ich schon mal gekocht hatte. Da hatte ich die Hälfte davon eingefroren, weil ich die nicht ganz geschafft habe. Genau, damit habe ich das dann quasi noch aufgegossen, noch mal ein bisschen einköcheln lassen. Und es sieht super lecker aus. Oder es schmeckt zumindest sehr lecker. Ich freue mich da jetzt so drauf. Ja, wie gesagt, es ist jetzt 17 Uhr und das wird jetzt mein Abendessen sein. Was soll ich sagen? Eigentlich hatte ich das für eine Food Challenge gekauft. Aber der muss jetzt dran glauben. Ich habe da jetzt gerade so Lust drauf. Übrigens ist das die Woche vor meinen Tagen, also vielleicht liegt es auch daran. Aber ich will es auch nicht immer darauf schieben. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust, das jetzt noch zu essen. Deswegen gönne ich mir jetzt einen Knickjoghurt mit Smarties. Ja! Am nächsten Morgen hatte ich Samstagsarbeit beantragt und habe, bevor ich losgelegt habe, früh noch ein bisschen den Haushalt geschmissen. Ich finde das irgendwie immer so befreiend, wenn man entweder das abends noch macht, dass man früh aufsteht und eben alles schon ordentlich ist, oder dass man das halt früh direkt macht, damit es für den restlichen Tag dann erledigt ist. Und da habe ich quasi noch fix den Geschirrspüler ausgeräumt und die Küche ein bisschen klatschig gemacht, das Geschirr noch weggeräumt und auch schon die Kuchen vorbereitet. Wir hatten nämlich an dem Tag Robins Eltern zum Kaffeetrinken eingeladen, weil Robin ja die Woche davor Geburtstag hatte. Dann ist aber Robins Schwester leider krank geworden. Deswegen haben wir das dann auf eine Woche später verschoben. Und das war dann quasi dieses Wochenende. Ich muss sagen, ich hatte an dem Tag wieder ein bisschen Schwierigkeiten, mich aufs Kaffeetrinken zu freuen, weil ich am Tag davor leider ein bisschen viel gegessen habe. Irgendwie war das mal wieder so ein typischer Essanfall. Und ich muss sagen, ich hatte das lange nicht mehr. Und ich war auch so stolz, dass ich das so lange nicht mehr hatte, weil ich wirklich komplett intuitiv gegessen habe und eben auch mal Tage gehabt habe, wo ich mehr Bock auf Süßigkeiten hatte und auch mehr Süßigkeiten gegessen habe. Mich danach aber nicht so schlecht gefühlt habe, weil ich mich nicht so überessen habe. Und dann waren die Tage danach auch völlig normal. Aber gestern war wieder so ein Tag, wo ich wirklich sehr viel gegessen habe. Und es hat mich so geärgert und mich auch irgendwie so fertig gemacht, dass ich dann halt an dem Abend noch eine Runde Sport gemacht habe und dann auch wieder recht spät ins Bett gegangen bin, damit ich früh halt lange schlafen kann. Ja, dann habe ich früh eben erstmal alles aufgeräumt, mir noch einen Zitronenkräutertee gemacht, dann auch nichts wirklich gefrühstückt. Also ich habe mich dann mit ein bisschen Obst und Gemüse über Wasser gehalten, weil ich nichts Richtiges frühstücken wollte irgendwie. Ich habe dann noch meinen Ingwer-Shot getrunken, den Tisch gedeckt und irgendwie versucht, die Zeit zu vertreiben bis zum Kaffeetrinken. Ja, und dann musste ich mich leider damit abfinden, dass ich halt zum Kaffeetrinken auch noch ein Stück Kuchen essen muss, weil es ja irgendwie auch total doof kommt, wenn man Besuch da hat und Torten auf dem Tisch stehen und man sich aber an nichts zu essen beteiligt. Und ich dachte mir, wenigstens als kleine Alternative backe ich noch schnell ein Bananenbrot. Das habe ich dann noch fix gemacht. Ich hatte seit langem mal wieder dieses nicht vegane Bananenbrot gemacht, also mit Eiern und auch Joghurt und so. Und ich muss sagen, ich finde das Vegane leider echt besser. Also was heißt leider? An dem Tag war es halt ein bisschen doof, weil wir Besuch da hatten und ich gerade das gemacht habe, was eben nicht so gut schmeckt. Aber ich glaube, ich mache ab jetzt immer bloß das Vegane, weil es schmeckt mir einfach besser. Genau, aber egal, es war trotzdem lecker. Und dann hatte ich wenigstens am Nachmittag noch ein bisschen was dazu. Also ich habe ein Stück Zupfkuchen gegessen und halt noch ein paar Scheiben Bananenbrot, einfach um nicht komplett gar nichts zu essen. Aber ich glaube, alle, die schon mal Essanfälle haben, können das verstehen, dass man am nächsten Tag eigentlich keine Lust hat, sowas zu essen. Komplett clean am liebsten essen wollten würde und eigentlich echt wenig. Und das hat mich dann schon ein bisschen getriggert, dass es dann Kuchen am Nachmittag gab. Aber ich habe mich ganz gut durchgequält, sage ich mal, und den Nachmittag überstanden. Und letztendlich war es ein schöner Nachmittag mit Robins Familie. Ich wollte euch eben nur mal zeigen, dass es bei mir auch immer noch nicht jeder Tag perfekt ist und ich immer noch oft meine Probleme habe oder mich irgendwas triggert oder ich eben Schwierigkeiten habe, auch gerade beim Essen. Deswegen, ja, ihr seid nicht allein. Hallo ihr Lieben, ich dachte, ich melde mich mal wieder persönlich. Die letzten Tage irgendwie mal so eine kleine Filmpause gemacht, ich weiß auch nicht. Irgendwie brauchte ich das mal und ich muss auch sagen, gestern war wirklich ein nicht so leichter Tag. Ich hatte seit langem mal wieder so einen kleinen Essanfall und das Einzige, was mich daran eigentlich immer stört, ist, dass ich nicht so richtig weiß, was der Auslöser dafür ist. Ob es gestern Langeweile war oder ob es einfach wieder daran liegt, dass ich nächste Woche meine Tage bekomme und wieder so ein bisschen PMS hatte. Oder ob ich mir das einfach immer nur ein bisschen damit schönreden will. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich gestern nach, also ich habe gestern auch schon auf der Arbeit gemerkt, dass ich richtig Lust habe zu essen. Ich weiß nicht, ich hatte auch bei Zeiten mittags schon Hunger und ich hatte auch einfach den ganzen Tag so richtig das Bedürfnis zu essen. Jetzt nicht nur Süßkram, sondern generell. Ich hatte gestern zum Frühstück mein Joghurt-Quarkbowl, wie immer, war auch noch alles gut. Ich habe dann zwischendurch schon so ein bisschen gesnackt, aber eigentlich nur meine Snackbox und
ein Stück Schokolade, mehr war es eigentlich gar nicht. Und dann hatte ich mittags eine Reisbowl, ja halt wie so eine Buddha-Bowl, wieder mit ganz viel Gemüse oben drauf und Feta, war auch richtig lecker. Und dann war ich noch schnell im DM nach der Arbeit und da habe ich mich eigentlich auch schon voll auf den Riegel gefreut, den ich mir im DM gekauft habe. Dann, als ich zu Hause war, direkt einen Riegel gegessen und noch so eine Schokowaffel, so eine High-Protein-Waffel vom DM. Die sind ja auch mal ganz lecker. Die schmecken so ein bisschen wie KitKat. Dann habe ich mich ins Bett gelegt, bin eigentlich fast eingepennt, habe noch einen Shake getrunken nebenbei. Und dann war aber Robin da, dann haben wir noch kurz gekuschelt und ich habe dann Serie geschaut. Und dann hatte ich richtig Lust auf was Deftiges. Dann habe ich ein paar Salzstangen gegessen, dann hatte ich schon wieder Lust, irgendwie bei Flink oder so Knabbersachen zu bestellen. Da hat mich dann Gott sei Dank die Lieferkosten von abgehalten. Und dann habe ich halt noch ein paar Salzstangen gegessen und dann haben wir noch überbackene Schnitten gemacht, also so überbackenes Toast aus dem Backofen. Auch richtig lecker. Und danach dachte ich mir wieder so, ja, jetzt hast du eigentlich noch Bock auf was Süßes und wir haben ja noch das und das und das da. Und dann hatte ich wieder richtig Lust, das alles zu essen. Ich glaube, so ein richtiger Triggerpunkt an der Stelle ist von mir einfach, dass ich weiß, dass die Sachen da sind und dass ich die dann essen will auch, weil ich mir denke, boah, die leckeren Sachen sind alle noch da, die könntest du jetzt noch essen und eigentlich hast du jetzt gerade noch Lust auf was Süßes. Und dann habe ich auch noch Plätzchen gegessen, die wir noch da hatten und Schokolade und wieder recht viel wirklich. Also ich stand dann auch wieder in der Küche und habe überlegt, worauf hast du jetzt noch Lust, was könntest du jetzt noch alles essen? Und danach habe ich mich natürlich wieder extrem schlecht gefühlt. Ich glaube, mein größter Trigger ist wirklich, dass man Sachen zu Hause hat und auch immer so dieser Gedanke vor meinen Tagen, nächste Woche hast du deine Days, jetzt hast du wieder so richtig PMS, jetzt kannst du wieder essen, weil du nächste Woche wieder weniger Hunger hast. Irgendwie so rede ich mir das damit immer total schön. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ich weiß nicht ganz, ob es wirklich PMS ist oder ob ich mir es halt damit einfach bloß einreden will. Ich glaube, es ist so teils, teils, also immer mal anders. Auf jeden Fall ist es nicht so schön gestern gewesen. Ich habe mich danach echt wieder richtig schlecht gefühlt und wollte euch da nur mal ein bisschen auf dem Laufenden halten, weil ich das einfach nicht richtig finde, das so zu überspielen und einfach an dem Tag dann halt nicht zu filmen. Gut, klar, es gibt immer Tage, da habe ich mal keine Lust zu filmen. Das sind jetzt nicht unbedingt nur Tage, wo ich halt mal ein bisschen zu viel esse, sondern das sind halt auch einfach Tage, wo ich auch normal esse, aber halt einfach keine Lust habe. Aber gestern war einfach so ein Tag, wo ich einfach nicht gefilmt habe, weil ich zu viel gegessen habe. Das wollte ich euch nur mitteilen. Deswegen habe ich heute Vormittag auch versucht zu sparen. Ich habe heute zum Frühstück eine halbe Banane gegessen, eine Handvoll Nüsse, ein bisschen Orange, ein bisschen Apfel. Also einfach so ein bisschen Obstzeugs und einen Riegel dann vormittags noch, weil ich dann echt Hunger hatte. Und dann sind Robins Eltern vorhin zum Kaffee trinken gekommen. Dann haben wir Kuchen gegessen, habe ich ein Stück Zupfkuchen gegessen und ein bisschen Bananenbrot und ein paar Gummibärchen. Da habe ich dann versucht, normal mit zu essen, einigermaßen. Jetzt habe ich gerade Sport gemacht, war duschen und jetzt esse ich noch was Kleines, bevor wir jetzt feiern gehen. Tatsächlich war es das dann eigentlich heute auch schon wieder. Es ist irgendwie ein bisschen schwierig immer noch, was das Essen angeht, aber ich versuche jetzt einfach draus zu lernen und die nächsten Tage das Beste draus zu machen. Genau, aber ich werde euch auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen mehr mitnehmen bei meinem ganzen Prozess, weil ich gemerkt habe, dass ich in meinen letzten Food Diaries gar nicht mehr so viele Updates gebe und ich möchte euch da ein bisschen, ja, mit dran teilhaben lassen, wie ich mich fühle und wie es mir gerade aktuell so geht, weil es sonst immer den Eindruck macht, dass alles perfekt ist. Aber es ist nicht immer jeder Tag perfekt. Deswegen, ja, das und nochmal an der Stelle. Und wir gehen heute spontan feiern, weil uns Freunde gefragt haben. Eigentlich habe ich überhaupt keine Lust. Aber wir haben jetzt schon Tickets da, deswegen gehen wir einfach mal hin und schauen, wie es ist. Und wenn es nicht gut ist, dann gehen wir halt wieder nach Hause. Uns hält ja jetzt nichts dran, da unbedingt zu bleiben. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag. Ich melde mich auch mal wieder. Wir waren ja gestern feiern. Irgendwie seit langem mal wieder die schlechteste Feier, auf der wir waren. Ich weiß auch nicht, es war irgendwie gar nicht geil. Gezwungenermaßen dann noch ein paar Stunden geblieben für einen Kumpel, auch dass der nicht umsonst hingekommen ist. Sind dann aber auch, ich glaube, halb, dreiviertel zwei oder so gegangen. Was verhältnismäßig eigentlich echt früh ist. Wir hatten aber beide irgendwie nicht mehr so richtig Lust und ich war auch total müde irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, sind dann noch nach Hause gelaufen und dann auch schlafen gegangen. Ich habe heute Morgen trotzdem nur bis um 11 gepennt. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis aufzustehen und was zu machen. Deswegen ist es jetzt auch erst um 12 gleich. Ich habe meine Wecker eigentlich so auf um 1 gestellt oder so, damit ich wenigstens 9 Stunden Schlaf habe. Aber ja, irgendwie, wie gesagt, hat mein Körper mir gerade gesagt, steh auf. Und ich hatte da irgendwie so Lust drauf, jetzt irgendwie ein bisschen produktiv zu sein, bis Robin aufsteht. Deswegen will ich jetzt ein bisschen Video schneiden und eventuell auch schon mal ein paar Reels für Insta planen für die nächsten Tage. Ich will da wieder ein bisschen aktiver werden. Vielleicht drehen wir heute auch mal ein paar TikToks. Mal schauen, was wird. Schauen wir mal, was wird. Ja, ich dachte mir, ich habe jetzt schon so Kohldampf gehabt. Wirklich, bin aufgestanden und hatte Hunger. Deswegen habe ich mir jetzt auch hier direkt was zum Frühstück gemacht. Und zwar wieder Porridge, ihr wisst Bescheid. Es geht einfach immer und es schmeckt so gut. Und ich hatte jetzt keinen Bock, mich ewig in die Küche zu stellen, um irgendwelche Pancakes oder so zu machen. Deswegen gibt es jetzt einfach Porridge und ich glaube, Robin ist wach. Ich schaue gleich mal. Auf jeden Fall werde ich mir das jetzt schmecken lassen und mal schauen,
wie viel ich euch heute vom Sonntag noch mitnehme. Ich glaube, das ist die Definition von Balance is the Key. Ich habe Lust, ein bisschen was zu snacken. Dachte mir, ich lege mich jetzt ins Bett und schneide noch ein bisschen Video weiter. Ich habe vorhin gerade noch einen Apfel gegessen und einen Kaffee getrunken. Und jetzt habe ich mir zum Snacken für den Nachmittag noch ein Stück Zupfkuchen von gestern genommen. Ein Mini-Berliner. Meine Supplemente: Karotte, Weintrauben, Paprika und Tomaten. Da habe ich jetzt gerade so Lust drauf. Dazu trinke ich übrigens die ganze Zeit schon Tee und Wasser. Und ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen nebenbei. Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal fix. Es ist Montag. Ich bin von der Arbeit zurück, schon seit einer Weile, habe jetzt Wäsche gelegt, das Geschirr abgetrocknet und jetzt ist es schon wieder 5:30. Bin jetzt was zum Abendessen gemacht. Ich musste mich noch warten, bis meine Kartoffeln fertig sind. Deswegen dachte ich mir, nutze ich dabei die Zeit und räume noch ein bisschen auf. Habe mir auch schon mein Essen für die Arbeit für morgen fertig gemacht. Mir jetzt was zum Abendessen gemacht. Auf der Arbeit gab es heute eine Joghurt-Quarkbowl. Zum Snacken wieder mein Obst und Gemüse. Dann hatte ich wieder Kaffee und Tee. Zum Mittagessen gab es noch einen Salat und ein Knäckebrot. Das war sehr lecker. Wieder den Salat mit körnigem Frischkäse und roten Linsen. Ihr wisst Bescheid. Und ja, die Knäckebrote, die sind richtig gut. Davon habe ich auch noch eins gegessen. Dann gab es zum Snacken am Nachmittag noch ein bisschen Rest Bananenbrot, was wir noch da hatten. Da habe ich so 2 Scheiben ungefähr von gegessen. Und jetzt gibt es zum Abendessen Ofengemüse. Da hatte ich richtig Lust drauf. Jetzt war der Kamerakku leer. Und zwar gibt es ein paar Ofenkartoffeln, noch ein paar Karotten, Zucchini mit Ketchup und dazu noch ein bisschen Kräuterquark. Ja, das ist jetzt mein Abendessen. Hallo ihr Lieben, ich bin von der Arbeit zurück. Tatsächlich heute echt ziemlich spät, weil ich direkt nach Arbeit im Fitti war. Ich dachte mir spontan, ich gehe mal 14:30, bin direkt ins Fitti gegangen, habe Beine trainiert und mache danach zu Hause noch ein bisschen weiter. Das habe ich jetzt gemacht. Das ist das Nice an der Gleitzeit, dass man da tatsächlich echt ein bisschen flexibler ist. Genau, ich glaube, das werde ich jetzt auch öfter so machen, weil 2:30 ist es tatsächlich noch nicht ganz so voll wie nachmittags halt 3:30 oder so. Habe heute so ein semi-gutes Training gehabt. Ich habe nicht so viel gemacht. Ich habe mich irgendwie dann nicht mehr so nach Training gefühlt. Ich weiß auch nicht. Ich will irgendwie nicht krank werden. Deswegen habe ich dann ja doch zeitiger aufgehört als gedacht. Aber immerhin war ich mal wieder im Fitti. Bei mir auf der Arbeit gab es heute übrigens zum Frühstück wieder meine Joghurt-Quark-Bowl. Dann hatte ich Apfel, Paprika, Tomaten zum Snacken mit. Und als Mittagessen hatte ich dann spontan Tomate Mozzarella gegessen mit einem so Körnerbrötchen. Dann gab es noch ein Mini-KitKat zum Naschen und ein Proteinriegel als Nachtisch. Da hatte ich Lust drauf tatsächlich. Das war heute so mein Essen auf der Arbeit. Ja, habe mir jetzt was zum Abendessen gemacht. Heute mal ganz untypisches Abendessen. Und zwar gibt es einfach wieder ein Porridge mit Banane, Erdnussmus, Kakao, Nips, Heidelbeeren, ihr wisst Bescheid. Und als Nachtisch noch eine Kiwi. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Noch ein bisschen Video schneiden. Und ja, mal schauen, ob es da noch was zu snacken gibt. Wir sind schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich möchte jetzt hier gerne an der Stelle das Video beenden. Ich hoffe, ich konnte euch wenigstens ein bisschen unterhalten und inspirieren. Es war jetzt kein spannendes Video, aber ich will in nächster Zeit mal wieder versuchen, ein kleines bisschen mehr Arbeit da reinzustecken und euch mal ein bisschen mehr mitzunehmen und vielleicht auch ein paar mehr Rezepte, die Zubereitung der Gerichte und so weiter mit einzubauen, weil irgendwie geht das in letzter Zeit ein bisschen unter und dann zeige ich euch zwar eine Woche mein Essen, aber kommt trotzdem nur auf ein 10-15 Minuten Video, weil halt nichts Spannendes passiert. Deswegen mal schauen, wie die nächsten Videos so werden. Ihr könnt mir auch gerne immer Inspirationen oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge etc. in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich immer gerne drüber. Und ja, ansonsten möchte ich natürlich an der Stelle jetzt gerne das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Seid gerne im nächsten Video wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter und immer positiv. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye.